Ich möchte dir etwas sagen. Da ist etwas, was ich schon lange in mir trage und was ich schon lange rauslassen möchte. Eine andere Seite von mir, die niemand kennt und die ich immer im Verborgenen gehalten habe. Ich muss dir sagen, dass ich transsexuell bin. Ich möchte mein Geschlecht wechseln. Ich fühle mich nicht wohl. Es ekelt mich an, in diesem Körper zu sein. Ich möchte gerne in einem anderen Körper sein. Denn so wie ich jetzt bin, fühle ich mich nicht richtig. Das sind die Worte, mit denen alles beginnt. Hallo, mein Name ist Jenny. Ich bin 28 Jahre alt und transsexuell. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um ein etwas ernsteres Thema, beziehungsweise ernst. Es ist eher ein düsteres, trauriges Thema. Es geht um die Psyche und die Belastungen einer transsexuellen Person. Ich als transsexuelle Person habe ständig die Angst vor Ablehnung, die Angst davor, in einen Raum zu gehen und verurteilt zu werden, wegen meiner Größe, meines Aussehens oder wegen irgendetwas anderem. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dieses Gefühl, ausgegrenzt zu sein, nicht beachtet zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht gemocht zu werden, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu irgendetwas zu sein. Und ja, als ich damals begonnen habe, meinen Weg als transsexuelle Frau zu gehen, bin ich auf so viel Abneigung, Intoleranz und ekliges Gesocks und Gefühle gestolpert. Ich habe gemerkt, dass meine kleine Welt so ein bisschen zusammenbricht. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was ich bin, wohin ich will oder irgendetwas anderes. Alles hat mich angeekelt, meine Körperbehaarung, mein Geruch, einfach alles. Meine Eigenwahrnehmung. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Das ist nicht die Person, die ich gerne sein möchte. Ich möchte gerne eine Frau sein. Oder jemand, der gerne ein Mann sein möchte. Der guckt in den Spiegel und denkt sich, nein, alles, was weiblich an mir ist, das geht nicht. Ich möchte gerne ein Mann sein. Und viele andere Menschen, die das nicht durchleben, die können sich gar nicht vorstellen, wie das ist. Und das ist, glaube ich, auch immer wieder das schwierigste Thema, anderen mitzuteilen. Wie ist es, transsexuell zu sein? Wie ist es, sich im falschen Körper zu fühlen? Und ja, ich kann es gar nicht ausdrücken, wie das Gefühl ist. Ich kann nur sagen, dass ich früher immer das Gefühl hätte, ich würde am liebsten mich aus meiner Haut rauspressen, wie aus einer Schale springen und neu darunter erwachen. Ich habe immer gedacht, wie toll es wäre, wenn man einmal alles runterkratzen könnte, egal ob Gesicht oder sonst wo, und darunter wäre die Person, die man sein möchte. Wie genial wäre das denn? Und dann kamen natürlich immer diese Vorurteile von anderen. Ich bin damals mit Perücke durch die Stadt gelaufen und alle haben nur komisch geguckt und haben sich gedacht, boah, was ist das denn? Warum geht diese Person auf eine Frauentoilette? Die sieht nicht aus wie eine Frau oder was weiß ich, was die gedacht haben. Es war scheiße, wenn ich das so sagen darf. Es war nicht schön. Ich habe mich einfach nur selbst von mir angeekelt gefühlt, dadurch, dass sich alle von mir angeekelt gefühlt haben. Selbst heute habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich in einen Raum trete, werde ich von oben bis unten angeguckt, nur weil ich groß bin. Nur weil ich groß bin, werde ich verurteilt und mir wird irgendwas angedichtet. Ich war vor 3 Wochen auf einer Party und das war eine Dorfdisco und da wurde mir gesagt, ey, bist du ein Mann, du bist so groß. Nur weil ich groß bin, heißt es doch nicht, dass ich ein Mann bin. Hallo, wo kommen wir da hin? Ey Leute, bleibt doch mal bei euch stehen. Die Blicke der anderen, es ist jedes Mal unerträglich. Man hört die Worte in den Gedanken. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Bla, 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 warum ist die so groß? Und ey Leute, können wir uns nicht alle akzeptieren, so wie wir sind? Das wäre doch mega. Stellt euch vor, wir könnten einfach so wie wir sind raus auf die Straße gehen und so sein, wie wir sind, ohne angeguckt, ohne belacht oder sonst was zu werden. Das wäre dann so eine tolle Welt. Aber nein, wir gucken Leute an, die nicht so schön aussehen. Aber was ist schön? Wer definiert Schönheit? Wir gucken Leute an, die vielleicht zu klein sind, die vielleicht zu groß sind, die vielleicht zu dünn sind, die vielleicht zu dick sind. Können wir nicht einfach mal langsam aus diesen hässlichen alten Mustern ausspringen? Es wäre so geil, diese Welt ohne irgendwelche Vorurteile zu sehen. Kann nicht jeder machen, was er möchte? Kann nicht jeder feiern gehen, wann er möchte? Kann nicht jeder
verrückt sein, wie er möchte. Warum geht das nicht? Warum ist diese Gesellschaft immer noch so engstirnig? Ja, und dann kam meine Ausbildung damals. Meine Ausbildung war so, ich habe Erzieherin gelernt. Und ich musste Wörter wie Schwuchtel oder guck mal die Transe anhören. Und das war mein tägliches Leid. Ich musste mir täglich solche Sprüche anhören. Ich wurde täglich belächelt. Ich wurde täglich ausgelacht. Ich wurde täglich schief angeguckt. Mir wurden Schikanen gelegt von den Lehrern, von den Schülern, von jedem Menschen. Mir wurde verboten, auf die Frauentoilette zu gehen in der Ausbildung. Nur weil ich einen Penis hatte, den ich, weiß Gott, niemals mit einer Frau teilen wollte oder keine Ahnung, ist ja scheißegal, selbst wenn. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Mir wurde gesagt, ich darf mich nicht mit einem Mann auf dem Flur umarmen. Ich durfte mich nicht mit einem Mann auf dem Flur umarmen, weil das kein schönes Bild ist, wenn sich ein Mann, der ich in dem Zeitpunkt nicht mehr war, weil ich transsexuell bin, mit einem anderen Mann umarmt. Mir wurde verboten, als Frau zur Arbeit zu gehen. Mir wurde verboten, meinen neuen Vornamen zu tragen. Nur damit man in diese gesellschaftliche Norm reinpasst. Und weil es steht ja noch überall so in meinem Ausweis und bla bla bla. Es ist zum Kotzen. Ich muss es einfach mal alles rauslassen, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Diese verfluchten Vorurteile. Als ob man nicht schon genug Probleme damit hat, jeden Tag in den Spiegel zu sehen, zu gucken, wie man aussieht. Hier wachsen noch Barthaare, die man jeden Morgen rasieren muss. Als ob das nicht die schlimmste Belastung überhaupt ist, eine Frau zu sein, in den Spiegel zu gucken und da komplett viele Haare zu sehen und sich täglich rasieren zu müssen. Man weiß, man hat gleich ein Date und man hofft bloß, dass dieser Typ diese Stoppeln, diese Bartschatten, alles nicht sieht. Dass die alle das nicht sehen, weil es eklig ist. Weil wer will denn das? Wer will eine Frau kennenlernen, die da noch einen Bart hat oder was weiß ich? Das will einfach niemand. Und man fühlt sich deswegen so ausgegrenzt, so angeekelt. Und dann machen es einen andere Leute noch schwer. Und das ist das Problem. Können wir, wie gesagt, nicht alle einfach eine Harmonie haben? Können wir nicht einfach so akzeptiert werden? Ich gucke in den Spiegel und denke mir immer, wie sah ich früher aus, wie sehe ich heute aus. Wenn ich Bilder sehe, fällt es mir auf, okay, du hast dich ganz schön verändert. Aber wenn ich jetzt so in mich hineinspüre, denke ich immer manchmal noch, hey, ist da noch was Männliches an mir? Umsonst würde ich nicht diese ganzen Operationen machen, diese ganze Selbstverwirklichung und hier noch ein OP-chen und da noch ein OP-chen, nur um irgendwie weiblich auszusehen. Nur um noch weiblicher auszusehen. Um dann wieder von den nächsten Idioten nur auf meine Größe angesprochen zu werden. Hey, du bist groß? Bist du ein Mann? Nein, nur weil ich groß bin, bin ich kein Mann. Hallo. Dann lernt man Männer kennen. Die denken sich, boah, vielleicht ist das ja eine richtig hübsche Frau und bla, die ist so lieb und so gut aussehend und wo ich mir immer wieder denke, ja, von den einen höre ich, ich sehe scheiße aus, von den anderen, die anderen sagen, ich sehe toll aus. Und dann kommt man damit um, hey du, ja, schön, dass du mich kennenlernen möchtest, aber ich bin transsexuell. Und was, transsexuell? Heißt das, du hast da nur einen Penis oder was? Leute. Vor allem, ich sag den Leuten, ich hatte eine geschlechtsangleichende Operation, ich bin transsexuell. Man wird immer noch gefragt, hast du einen Penis, hast du Brüste, hast du einen Schaden, hast du nur alle Tassen im Schrank, was willst du von mir? Und dann, naja, du bist ja eine Tolle und eine Liebe und eine Schöne. Aber es stört mich, dass du keine Kinder bekommen kannst. Ja, hallo, als ob es mich nicht stören würde, dass ich keine Kinder bekommen könnte. Ich bin Erzieherin mit Leib und Seele und ich hätte so gerne ein Kind. Ich hätte so gerne ein eigenes Kind. So ein Kind, das ich gebären würde. Was niemals möglich sein wird. Weil es einfach nicht geht. Und dann kommt ihr mit diesen Scheißsprüchen um die Ecke, man keine Kinder bekommen kann und was nicht normal mit mir sei. Und ja, meine Stimme, oh, die ist so hoch und oh, die ist so tief und meine Stimme ist, wie meine Stimme ist. Und klar höre ich mich jetzt in diesem Video ein bisschen komisch an, weil ich einfach mal eine schreckliche Stimme heute habe. Warum auch immer, weil mein Tag schlecht war. Whatever. Ich bin trotzdem eine Frau. Also, was willst du von mir? Was willst du von mir? Dann auch diese falschen Versprechungen.
gibt so viele Männer, die versuchen, einen ins Bett zu kriegen, nur um mal zu sehen, wie es da unten aussieht. Hallo, sehe ich aus wie ein Museumsstück? Ich krieg so oft Anfragen, hey, kannst du mir nicht mal Bilder von deiner Vagina zeigen? Wo ich mir denke, hey, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Weil es geht niemandem was an, wie es da unten aussieht, außer meinem festen Partner. Und alles andere ist mir völlig egal. Du kannst meine Vagina nicht sehen, weil es meine Vagina ist, weil ich entscheide, wem ich die zeige. Und ich würde mich bestimmt nicht auf irgendeinen One-Night-Stand einlassen, meine Gefühle, mein Herz brechen lassen, nur damit du mal eine Neo-Vagina gesehen hast. Nein, da bin ich die falsche Ansprechperson dafür. Auf Wiedersehen und Tschüss. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Mir geht es einfach mittlerweile darum, einfach nur versuchen, meine Selbstliebe etwas intensiver wahrzunehmen. Ich weiß, ich muss mich so annehmen, wie ich bin. Ich weiß, ich muss mich so lieben, wie ich bin. Und warum macht sie denn noch eine OP und dies und das? Es ist einfach mal verdammt und verflucht schwer, nicht den Kopf zu verlieren. Nicht den Kopf zu verlieren und einfach mit erhobenem Haupt durch die Welt zu gehen und stolz auf das zu sein, was man erreicht hat. Es ist so schwer. Es ist so schwer. In diesen Momenten können nur Mut und Freundschaft helfen. Freunde, auf die man sich verlassen kann, die hinter einem stehen. Und ich bin auch froh, dass ich diese Freunde habe. Ich danke euch dafür. Aber wie gesagt, es ist immer so viel Leere manchmal in einem. Und so viel Trauer, so viel Wut. Weil ich einfach nicht weiß, warum können die Leute eigentlich einfach so akzeptieren, wie man ist. Das wäre mein größter Wunsch. Akzeptanz und Toleranz. Ich akzeptiere euch auch so. Das erwarte ich von euch auch. Ich danke euch.